Aus meinen 11 Jakob, wir haben so abartig wenig Provision. Aus meinen auch keins. Und hier ist nur noch ein Hühnchen drinne. Hä? Jakob. Sind all die Hühner hin? Wieso sagst du, wir haben wenig Cobblestone? Ja, wenn du damit mal was bauen willst, dann ist es ganz schnell weg. Glaub mir. Warum vor allem ist hier ein Hühnchen bei den Kühen? Ich glaube, die können durch die Zäune flattern. Ich habe irgendwie auch das Gefühl. Ich glaube, der Jakob hat da gestern einfach was kaputt gemacht. Ja, das auch noch dazu. Ganz komisch. Hey, wir hatten hier eigentlich die Twigs in den Ding reingepackt. Kommt nicht zu Steinigen rein? Ja, ich wusste ihn durch Sandstein machen. Ja. Coole! So, ich geh's einfach von links rechts durch. Holz hab ich. Licht durchsetzen, ja. Dreck, ich hab gar keinen Dreck. Oh, da draußen steht ein Creeper. Nö, ich hab mich, das sollte reichen als Dreck, oder? Schon. Können wir die Loren auch in Werkzeug rein, oder? Dann liegt es, hab ich nichts. Hey. Sagt ihr sonstiges? Mhm. Jo. Ja, das ist jetzt auch bitte gut. Oh, wir haben jetzt gar nicht viel Redstone, ist echt gut. Ja, Redstone geht aber auch so schnell weg, wenn du da mal irgendwie sich eine Straßenbeleuchtung machen willst oder so. Wo mache ich denn Ding rein? Die Schleimis? Bin Bumm. Wer hat in den Deko Monster Loot, glaube ich. Ja, Monster Loot. Ist ja voll viel noch unsortiert hier. Andi, du willst auch meine Dings zum Chinesen? Ja, klar. Ah, das war das was mit. Ah, mit Winter raus. Ah. Okay, ich bin leer. So, was wird nun geschehen? Ich bin noch am Sortieren. Ich auch. Also noch hier ein paar Bäume setzen, damit die weg sind, die. Ich bin noch fröhlich am Bauen. Was macht dein Dach eigentlich so? Dach ist fertig, nur der Dachstuhl ist noch nicht fertig. Ich würde mal sagen, wir waren erfolgreich, oder? Geh. Also die Wände am Dach sind noch nicht fertig. Aua. Aua. Also eigentlich sollten wir jetzt langsam mal. Ich würde mal ein Schwert machen, glaube ich. Ding machen. Eine Bibliothek bauen, wo wir auf jeden Fall einen Verzauberungstisch mit genügend Büchern haben. Hätte was, könnten wir auch theoretisch in die Schule oben reinsetzen. Da ist echt viel Platz, ja. Ja, dann, machen wir es da rein. Dann machen wir keine extra Bibliothek. Also, da haben wir da so ein Lernraum. Oben rein müsste es. Ja, aber wir haben ja eh so viel. Ja, wir können ja dann nochmal eine bauen, Pip. Das können wir dann immer noch machen. Weißt du, langsam bräuchten wir halt mal echt. Also ich habe keinen Bock, schon wieder 30 Leben Level zu verlieren. Ja, ja, ist auch wieder wahr, ja. Die Frage ist, ob wir jetzt noch eine Mod drauf machen, eine Verzauberungsmod, wo wir halt quasi auswählen können, was für eine Verzauberung wir drauf machen. Ja, fände ich besser. Wäre ich auch fast dafür, ja. Okay, dann mache ich das bis zur nächsten Aufnahme mal. Weil ich finde das so relativ stressig. Hä, wieso haben wir nur so wenig Eisen? Ich habe das in die Ding gemacht, schon mal links, in die Eisenblöcke, das sind 9. 42 mal 9. Oh, das stimmt ja. Ist nicht so wenig. Das Obsidian. Lol. Das war ein ordentliches Erdloch. Wo mache ich das verzauberte Buch rein? In sonstiges. Da habe ich auch. Da sind schon 3 drinne. Ach stimmt, die Verzauberung können wir dann eh auch mal auswählen. Ja, das sind ja nicht so tolle. Bann 4 auf dem Schwert drauf, das geht. Federvoll auf Schuhe cool, ist ja auch nicht schlecht. Ja, müssen wir auch nicht einsetzen. Wo mache ich die Samen hin für. Hier, unten. Essen. Essenkiste unten. Alles klar.
Dann gehe ich mal kurz die Viecher füttern. Dazu müssen wir aber erstmal abwehren, weil wir haben kein Weizen mehr. Scheiße. Ja, aber Weizen wächst richtig schnell. Das ist nicht das Problem. Wie gehst du ernten, Flo, wenn du aberntest? Mit dem Wassereimer? LOL, nee, Creeper in meiner Schule. Oh. Hast du Boom gemacht? Nee, ich bin auf dem Dach unterwegs. Dann mach ich ihn Boom. Hast du nicht genug ausgeleuchtet, hä? Mach ihn Boom, ich mach ihn Boom. Ich mach ihn Boom. Flo, dann ich mach ihn Boom. Guck, ich renn schon, ich mach ihn Boom. Dreh dich mal um, Andi, ich mach ihn Boom. Ich mach ihn Boom. Ich mach Bums mit dem Creeper. Der steht direkt denn? Unter mir. Danke. Soll ich dir irgendwas? Soll ich auch gerade die Karotten ernten und alles, oder? Ja, okay. Andi, ich hab noch ein bisschen Zeug von dir aufgesammelt. Ja, brauch ich nicht. Okay, aber die Wolle kriegst du. Ich eigentlich auch nicht, aber danke. Und Flo, könntest du... Ist im Bauchhaus irgendwo eine Kiste? Ja, unten in den Kellern, glaube ich. Können wir da die Samen hin verfrachten? Ja, können wir machen. Die brauchen wir im Lagerhaus echt nicht. Da können wir von mir aus auch den Weizen reinwerfen. Ja, ja. Da klopft es ja, an die Tür. Ja, können wir halb-halb machen. Genau, Weizen können wir da reinwerfen und halt auch die Karotten dann auch. Und vor allem halt auch Sensen. Da habe ich mal aus den Karotten und Kartoffeln, die brauchen wir eigentlich echt nicht so viel. Ein Feld machen. Also quasi eine Ebene. Nee, lass mal bitte. Lass mal bitte zwei. Okay. Doch schöner. Ja, aber wir brauchen mehr Weizen eigentlich. Du kannst sie aus einem Karottenfeld wegmachen. Das brauchen wir halt echt nicht. Richtig, das ist halt unten. Aber die Kartoffeln, da kann man halt diese Bratkartoffeln draus machen. Ja, die geben schon richtig viel Nahrung. Okay. Aber die Karotten bringen echt nicht so viel. Vor allem, weil wir keine Schweine haben. Achso, die bräuchte man nur für Schweine oder was? Ja. Sollen wir doch auch noch Schweine holen? Ja, die haben halt im Endeffekt nicht so viel Sinn. Richtig, eigentlich ist Kühe sinnvoller, weil Kühe halt genau den gleichen Effekt geben mit Fleisch und halt zusätzlich auch noch ja, eben. Leder geben. Und ihnen reicht halt Weizen. Krass, ne? Abernten 2-6 Karotten. Hast du schon Weizen dabei? Ich habe alles Weizen mitgenommen, was ich gefunden habe. Jetzt wirf mir gerade mal her, dann gehe ich schon mal füttern. Wenn ich ja, warte, warte, warte. Oder möchtest du das machen? Ich will das machen, okay, ich will das machen. Okay. Mach du das. Oh, die Kartoffeln geben ja auch nur mäßig wenig aus. Weil wenn man jetzt mit Glück, mit der Glück-Pickaxe hier die Kartoffeln abbaut, bringt das was? Nee, das bringt nichts. Das bringt noch für... Ich weiß, dass du nicht alle abernten solltest. Manche sind noch nicht gewachsen. Da hinten liegt übrigens noch eine hinter dir. Ja, ja, ich bin ja eh noch am Pflanzen von dem. Jetzt hast du ja aufgesammelt. Schick. Ja, Farmen gehört zufällig auch dazu, liebe Leute. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder so einen Riesenbaum angefangen. Oh je. Wenn ich sowas mache, dann setze ich die einfach wieder unten dran und gehe zum nächsten Baum. Oh ne, den nehme ich nicht und gehe zum nächsten. Aber ich finde es hier von der Farm aus nach unten zu schauen richtig cool, weil hier sind überall so große Bäume. Ja, richtig. Oh, ich ruhe die. Jetzt lasse ich die Schule mal wieder ruhen. Ich muss das erstmal auf mich wirken lassen. Nein, 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 noch nicht zu mir rennen! Warte, ich hab rein. Okay, ich bin mal kurz auf die Ebene. Wisst ihr, was witzig ist, dass das Füttern auch Erfahrung gibt? Ja, das finde ich aber nur wenn sie Kinder machen, dann gibt's Erfahrung. Eben. Gibt's nicht auch jetzt irgendwie so einen Drog oder so? Mit denen, die sich quasi selber füttern? Oder ist das eine Mod? Nicht, dass ich wüsste. Das ist eine Mod. Mod. Ich weiß nicht, funktioniert so ein Trichter? Nee, ich glaub nicht. Trichter geht nicht. Nee, nee, dann müsstest du ja einen Dispenser dran machen, aber das essen die ja dann nicht, wenn es einfach nur so rumliegt. Leider nicht. Die. Hä? Was soll ich jetzt hier? Was bist du hier, Zombie? Wie sieht's aus? Sollen wir mal jeder wieder was bauen, damit im Let's Play wieder was Neues zu sehen ist?
Boah, ich habe jetzt gerade das Dach reicht mir erstmal wieder für kurz. Ja, ich überlege schon. Müssen wir auch die ganzen Gebäude mal befüllen. Die sind alle leer. Also, ja, also meins ist fertig. Ein Creeper ist ja witzig. Super. Also ich ja, da mache ich mir gleich auch einen Hafen. Was ich jetzt bauen soll. Ich mache mir jetzt einen Hafen. Aber ich würde gerne einfach mal erstmal was verzaubern. Achso, nee, ja, aber das würde ich auch ganz gerne machen. Wollte ich machen, genau. Das wäre dann gut, wenn du den Vorfeld reinmachst, Jan. Macht Sinn, ja. Willst du kurz Schaf werden, oder wie? Ja. Wer will Schaf werden? Ich fange dann mit dem Hafenviertel an. Geht's mit dem fette Kuder. Hey, jetzt die kleine Kugel weg da. Wer rausgeht, der stirbt, gell? Okay, ihr bleibt alles schön da drinnen, ja? Oh, wer rausgeht, der stirbt. Ja, Schafe? Sagst du es zu uns oder zu den Kühen? Zu den Kühen. So liebevoll der Jäger. Yeah, Jee, ich hab noch einen Vogel gemacht. Mit einem Ei. Ich dachte, du hast noch einen Vogel. Huhn meinst du? Ja. Hier ist auch ein Huhn bei den Schafen. Ich glaub, die fliegen halt echt weg, ne? Ich glaub's auch, ja. Aber dürften die Schafe? Nicht? Glauben nicht. Wie die Hühner. Ich möchte ihn nicht hauen, wenn ich darf. Das ist da. Nein, oben. Das nicht. Das darfst du immer. Töt mal das pinke Schaf da draußen, bitte. Guck mal, jetzt habe ich das eine Schaf geschoren und das ist draußen. Das will mich eigentlich verarschen. Werf mir dann bitte die Wolle rein, danke. Was macht es da draußen? Ja, jetzt ist nicht mehr da, Flo. Party? Achso, Melonen können wir auch ein bisschen abwerten, ne? Kannst du machen. Wieso ist im Wasser Cobblestone? Warum sollte da keiner sein? Ja, das sieht uncool aus. Du meinst bei dem Chillteich? Ne, hier bei dem Müsegarten. Ach so, weil da unten drunter der Keller ist. Ach so. Nein. Ich finde die Musik gerade echt zu entspannt. Hey, wieso? Das ist doch gerade hier ein bisschen Punk. Ja, irgendwie, weiß nicht, bringt mich das gerade voll runter, so. Da. Okay, ich fange jetzt mit dem Hafenviertel an. Bring die Wolle zurück, hol mir Kies und Stein und leg los. Okay. Warte mal, bis meine Kakteen hier fertig sind. Ja, oh, Flo, Anni, sollen wir dann mal den Verzauberungsraum bauen? Gut, dass ich die Erfahrung nicht kriege, dass ich nicht mal bei Level 1 bin. Ja, Anni, sollen wir den Verzauberungsraum dann zumindest schon mal bauen? Du stirbst ja so. Ja, kannst du den Dachstuhl bauen? Hey, den Dachstuhl? Okay, ich muss mal kurz das anschauen. Doch, Anni, das war doch nur Spaß. Also, den gibt's noch nicht, aber ich finde, man kann unter das Dach noch eine Etage bauen. Nee, Flo, ich verstehe keinen Spaß. Bin heute aggro, Andi. Jakob. Pizza Salami! Ja, danke Jakob. Hä? Da ist eine Spinne in der Schule! Andi, mach doch mal ein paar Fackeln in die Schule! Da ist ein Zombie in der Schule! Ja, ich weiß. Ja, und wo soll der Treppe hoch zu einem Dachstuhl? Nee, ich würde es ganz offen. Ich finde es da offen eigentlich so ganz aber cool. Du kannst. Ach so. Oder unten drunter. Unten drunter ist geil. Guck mal unter die Schule, da ist noch so eine Höhle mit Wasser und so. Das finde ich ganz süß. Du meinst so eine Lerngrotte, so eine feuchte Grotte, wo die Bücher dann schön gut gehen? Genau. So wie unser Keller. Nee, ja. Da auf die. Ich finde aber hier, also Anni, komm mal hier rein. Ja, ich komm gleich. Ich muss noch Wolle färben und dann bin ich da. Ach so, grün? Ja, hab ich. Tobi, hilfst du mir? Bei jetzt was? Bin ich auf dem Weg. Beim Hafen. Das Dach ist halt nicht symmetrisch, Jakob, aber das ist dem geschuldet, beim dass Chiller ich... Ja, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Nach hinten. Aber was okay, mich ein bisschen stört, ist, dass das kein Balken ist quasi. Weißt du, dass die Hölzer andersrum drin sind? Ja, aber ich wollte es so rum drin haben, dass es quasi parallel, also gleichmäßig ist mit dem unten drunter. Ja, ist doch okay. Parallel. Sieht ein bisschen, okay, was meinst du? Also, wenn man auf den... Wenn man hier quasi die Decke noch reinzieht, hier... Ja, genau. Dass man hier quasi den Gang auch noch überdacht hat, aber hier vorne den Raum so offen lässt. Das finde ich irgendwie cool. Ja. Das finde ich so ein bisschen Versammlungsraum, keine Ahnung, Chillerraum. Also da darfst du auch gerne machen. Und dass man dann, ich weiß bloß noch nicht, wo die Treppe dann hochgeht soll, wegen den Fenstern hier. Aber kann man die Fenster hier rausnehmen?
Ne, da ist ja gar kein Fenster mehr im Raum drin, gell? Also wir müssen ach, hier vorne ein Fenster, das passt eigentlich. Ja, das kann man, oh, sorry. Schon, wäre kein Problem. Dann machen wir die Fenster da raus und dann machen wir aber eine Treppe mit Wolle? Nee, aber einfach mit Stein. Fände ich sehr gar nicht.